Guck an, weil die Leute sich nicht mehr bücken wollen, oder was ist der Grund? Gut, dann ist das mal eine pfiffige Idee, oder? Seit wann gibt es Dentro? Seit den 60ern. Seit den 60ern. Und hat angefangen mit was? Mit anderen Hebebühnen und Stellböcke, Speziallösungen ziehen. Das ist eigentlich was. Was ist die verrückteste Speziallösung, die ihr bisher gehabt habt? Jetzt heben wir irgendwelche Betonblöcke für ein Haus erstellen. Irgendwelche Beton? Wie groß sind die? 80.000. Oh, ehrlich? Wir machen Unterstellblöcke bis 100.000. Wow. Wo finden wir sowas? Auf der Website. Auf der Website von dendro.lift oder wie finden wir? Nee, dendrolift.com. Ah. Alter Schwede. Ist ja gut. So, hier. Du lebst nur auf der Seite, immer noch im Spiel. Komm mal zu mir, bitte. Wer darf denn bei euch mitfahren und gibt es was zu gewinnen? Wo gibt es was zu gewinnen? Schreibt ihr irgendwas auf oder darf man einfach den Dolevo fahren und Spaß haben? Fahren und Spaß haben. Okay, gibt es eine Altersbeschränkung? Führerschein vor. Also so eine ab 18, ja? Gut. Ab 18 mit Führerschein. Gut, okay. So, hier das Essen. Ist auch so langsam. Du rufst dich ein. Wer ist denn hier Chef? Wer ist denn hier Chef des Hauses? Chef des Hauses? Ja. So. Dann auf dieser Seite. Ja, aber dann weißt du ja wahrscheinlich, was auch auf der anderen Seite ist. Von welcher Firma bist du? Ulis Party Service. So, Ulis Party Service. Was genau? Sagen wir mal, wie andersrum. Auf was können sich alle freuen heute? Auf jeden Fall auf das Grillfleisch. Du bist hier nochmal ganz klar. Was gibt's denn als Grillfleisch?